herzlich willkommen zu Mediziner Magazin Anästhesie Intensivmedizin vom Hauptstadtkongress für Anästhesiologie und Intensivtherapie. Ein Thema hier auch Antibiotika. Große Hersteller haben angekündigt, dass sie im Bereich der Antibiotika nicht mehr forschen wollen nach neuen Stoffen. Professor Marx, was bedeutet das für die Intensivmediziner? Wie bedrohlich ist diese Nachricht? Das ist sehr bedrohlich, weil wir haben ja immer ältere Patienten, multimorbide Patienten und immer mehr resistente Keime, sodass wir eigentlich immer neue Antibiotika benötigen, um diese auch gut bekämpfen zu können. Wie sollten sich denn die Kollegen auf den Intensivstationen jetzt verhalten, wenn sie Antibiotika anordnen? Eigentlich hat sich gar nichts geändert. Also das Erste ist, dass wir natürlich versuchen müssen, möglichst wenig Infektionen zu verbreiten, also sprich Thema Händedesinfektion, nach wie vor das A und O. Und wenn der Patient, wenn wir vermuten, dass er eine Infektion hat, dann müssen wir sehr schnell Antibiotika applizieren und auch sehr breit, sehr wirksame. Dann allerdings vorher die Diagnostik, die Blutkulturdiagnostik abnehmen, um möglichst schnell zu deeskalieren, also weniger breite, potente Medikamente zu verwenden oder dann auch möglichst kurz. Vielleicht war es auch gar keine Infektion, sondern nur ein Verdacht auch, sodass wir insgesamt weniger Antibiotika pro Zeiteinheit verbrauchen. Was können wir denn selbst tun als Mediziner? Müssen wir jetzt den Forschungsauftrag übernehmen? Als Anästhesisten, als Intensivmediziner sind wir sicherlich hochaktiv und auch, glaube ich, sehr erfolgreich, aber das würde nicht funktionieren. Neue Antibiotika, das ist Sache der Pharmaindustrie, sicherlich mit unserem Input. Und die gute Nachricht ist, dass die DGI, die Anästhesie- und Intensivmediziner, haben bereits begonnen zu forschen. Einerseits im Rahmen unseres intensivmedizinischen neuen Forschungsnetzwerkes TIFONET. Dort haben wir eine Studie bereits begonnen, haben schon über 160 Patienten akquiriert in mehr als 10 Zentren, um eine neue Diagnostikmethode zu untersuchen, die genbasiert, die dieses Fenster, das wir den Keim noch nicht identifiziert haben, mehr als 50% reduziert. Also statt 48 Stunden bei der Blutkultur klassisch, die neue Methode innerhalb von 24 Stunden. Das wäre schon ein echter Durchbruch und das machen wir als DGI selber, als TIFONET. Die andere Möglichkeit, die ich im Moment sehe, wo sehr viel Potenzial ist, ist eben die Ausnutzung der Daten im Sinne der künstlichen Intelligenz. Hier haben wir gerade ein erstes Pilotprojekt abgeschlossen und erfolgreich publiziert, wo wir anhand einer großen intensivmedizinischen Datenbank einen neuen Algorithmus durchgeführt haben und der konnte die Sepsisdiagnose um mehr als 12 Stunden nach vorne ziehen. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.